Gleich neben dem Dom, da gibt es schon seit 90 Jahren Hüte zu kaufen. Herren- und Damenhüte aus Stroh, Filz und Stoff. Fast alle handgearbeitet vom letzten Hutmachermeisterbetrieb in ganz Bayern. Derzeit kommen die Kunden vor allem aus Regensburg und Umgebung. Das ist sehr schön. Das ist auch ein Hasenhaarhut mit Ziegenvelour-Lederband, Regensburger Handarbeit. Im April erwartet die Stadt an der Donau wieder Touristen aus aller Welt. Und vor allem bei Amerikanern hat sich die Regensburger Hutadresse herumgesprochen. Doch wenn es nach dem Ordnungsamt der Stadt geht, dann stehen die Touristen sonntags hier zukünftig vor verschlossenen Türen. Die Touristen sind enttäuscht, wenn sie nur einem Tag am Sonntag zum Beispiel mit dem Schiff ankommen und gerne einen Hut kaufen möchten. Die sind sehr enttäuscht und auch die Gästeführer verstehen es nicht, dass wir hier nicht zu dieser Ausnahmeregelung gehören, am Sonntag unseren Laden öffnen zu dürfen. Dabei ist der Hutmacher offizieller Werbeträger. Nationale wie internationale Reiseführer weisen auf ihn hin. Englischsprachige Reisezeitschriften mit dem Titel Historische Höhepunkte empfehlen einen Besuch beim Hutkönig. Und Souvenirstände verkaufen sogar eine Miniatur des Hutmacherhauses. Nur für den Hutmacher selbst, für den sollen ab sofort die gewöhnlichen Ladenschlusszeiten gelten. Die Verordnung für den sonntäglichen Verkauf von Reiseandenken lässt ausdrücklich Waren zu, die, Zitat, für Regensburg kennzeichnend sind. Aber ein Originalhut aus Regensburger Handarbeit vom Regensburger Hutmacher aus der traditionellen Hutmacherstadt gehört für das Regensburger Ordnungsamt offenbar nicht dazu. Der Einzelhandelsverband Niederbayern-Oberpfalz ist der Meinung, dass unsere Hüte auch unter diese erlaubten Waren fallen, die am Sonntag verkauft werden dürfen. Und wir hoffen, dass in der Regensburger Altstadt wir nicht so sehr daran gehindert werden, unsere Geschäfte zu öffnen. Denn weder die Amerikaner noch die Japaner rechnen mit Ladenschlusszeiten. Es geht im Grunde um die Sonn- und Feiertage zwischen April und Oktober. In dieser Zeit legen die Kreuzfahrtschiffe unweit der Regensburger Altstadt an, natürlich auch sonntags. Da würde der letzte Hutmachermeister seinen Laden auch weiterhin gerne von 11 bis 19 Uhr öffnen. Für die Gäste aus aller Welt, die sich tatsächlich schon oft einen echten Hut aus Regensburg einfach so als Reiseandenken mitgenommen haben.